glaube, es ist gelungen, einen Neubau in ein altes Haus aufzusetzen. Die Menschen verbringen wahnsinnig viel Zeit im Innenraum und Licht ist natürlich ein psychologisches Element, das ein Wohlbefinden auslöst und auch eine Begeisterung für Neues und bessere Kommunikation ermöglicht. Deshalb sind auch die Büroräume nicht abgeschottet, man ist sozusagen so durchlässig, man sieht, wann wo wer geht, wer in welcher Besprechung ist. Also es sind Beziehungen untereinander ständig möglich, so wie das Leben halt auch spielt. Es ist eigentlich ein einzig großer Raum, der gewisse Intimitätsrückzugszonen ermöglicht. Das Büro ist perfekt eingerichtet, sehr harmonisch, sehr viel Außenlicht und vor allem, was auch noch wichtig ist, wir haben tolle Räumlichkeiten und im Keller. Das ist bezüglich Archiv und Lagerungen. Ja, und das ist einfach eine gute Basis zum Gutarbeiten. Es gibt sozusagen 5 Gaue plus der Stadt, insofern gibt es 5 Wände und eine zusätzliche Wand. Und diese Wände sozusagen repräsentieren, wenn man Wand macht, entsteht natürlich davor und dahinter was. Und wenn man sich umschließt, gibt es einen Innenraum. Und dieser Innenraum ist das Haus der Volkskulturen. Und so sind diese Wände, die verschieden sind, transparent verkleidet wie eine Membran oder eine Felswand, die bemoost werden. Also stehen für verschiedene Assoziationen, die die Menschen haben, wenn sie im Land herumgehen und etwas beobachten.